Hallo und herzlich willkommen zur Late Night Show. Die startet gleich mit einem für unser Format etwas ungewöhnlichen Thema, nämlich mit James Bond. Es geht hier aber nicht um Skyfall, der, ihr wart wahrscheinlich schon drin, ein toller Film ist, sondern um etwas anderes im Rahmen des 50. Geburtstags, nämlich die Neuauflage der Romane. Dazu gibt es aus der Abteilung Comics Reconquista. Das hat allerdings nichts mit Spanien zu tun, sondern mit Skythen und Antike mit viel nackten Brüsten. In Dingen Rollenspiel gibt es den Myranischen Monsterband, den neuen Myranische Monstrin. Der Name sagt schon, was drin ist. Und außerdem geht es heute auch um Torvalla, das DSA-Spiel, das kein DSA-Spiel werden soll, das von Guido Henkel geplant wird, der schon die DSA-Spiele der Nordland-Kampagne gemacht hat. Bond, James Bond, geschüttelt, nicht gerührt. Also kaum eine Filmserie hat so viele wirklich einprägsame und irgendwie auch ein bisschen dumme Zitate hervorgebracht wie die um James Bond. Und kaum eine war so langlebig. Das hier ist der Ursprung der ganzen Faszination, die Romane von Ian Fleming. Wenn man die liest, als jemand wie ich, der mit den Filmen aufgewachsen ist, aber die Romane ewig nicht in den Fingern hatte, ist das eine seltsame Mischung. Denn einerseits ist es irgendwie schon sehr Retro-Charme und davon ein bisschen wie die älteren Bonds, aber es ist unglaublich trocken geschrieben. Gleichzeitig erinnert damit ein bisschen eher an den Stil von Daniel Craig. Trotzdem ist es großartig in seinem zeitlichen Widerspruch. Da sind noch großartige Gadgets, Transistorradios mit tollen langen Röhren und vor allen Dingen, es hat den galoppierenden und nebensächlichen Sexismus der 60er Jahre und jeder raucht. Ich fand sie auf jeden Fall höchst unterhaltsam. Man muss sie natürlich mit dem Gedanken lesen, dass sie aus einer bestimmten Zeit stammen und von ihr sehr geprägt sind, aber es sind gute Bücher und zu Recht halt weltberühmt geworden. Um euch einen Einblick zu geben, möchte ich zwei kurze Stellchen vorlesen und zwar einmal zum Thema Frauen und Bond. Sie ist schön. Bond runzelte die Stirn. Wirklich sehr schön. Erfreut über Bonds Reaktion von Matthew Ford. Sie hat schwarzes Haar, blaue Augen und ist gut gebaut. Vorne und hinten, fügte er hinzu. Und sie ist Funkexpertin, was sexuell zwar weniger interessant ist, sie aber zu einer perfekten Mitarbeiterin von Radio Stentor macht. Wir sehen, hier werden wirklich wichtige Dinge vorgezogen bei der Vorstellung neuer Mitarbeiter. Und jetzt zum Thema Action und wie, dass es eigentlich auch eher trocken ist. Als er sich schließlich wieder auf ein Knie erhoben hatte, begann ein entsetzlicher Regen aus Fleischstücken und Fetzen blutgetränkter Kleidung vermischt mit Zweigen und Blättern auf ihn und seine Umgebung herabzufallen. Von allen Seiten ertönte das helle Klirren zerbrechenden Glases. Eine pilzförmige schwarze Rauchwolke stieg in den Himmel und fing an, sich aufzulösen, während er benommen zu ihr hinaufstarrte. Ich glaube, Roger Moore hätte sich hier schon übergeben. Bewerten wollen wir diese Werke nicht, denn ich fände es mehr als nur ein bisschen anmaßend, James Bond bewerten zu wollen, aber wir wollen euch diese Bücher zugutekommen lassen. Crosscult hat sie uns gespendet und begrüßt natürlich, dass wir sie unter die Menge werfen in Form eines kleinen Gewinnspiels. Dazu wollen wir auch noch verlosen 007 Legends für die PlayStation 3, ebenfalls von Crosscult eingetrudelt. Das Spiel ist zwar in den Wertungen ein bisschen durchgefallen, aber inzwischen ist auch die Skyfall-Mission freigeschaltet. Die gab es noch nicht zum Test, weil sie erst zum Film erschienen ist und ich hoffe, sie macht das Ganze noch mal ein bisschen schicker und bügelt das auf. Und vor allen Dingen für Fans ist es, glaube ich, trotzdem ein schönes Stück 007 Historie. Was ihr machen müsst, um das zu gewinnen? Ihr hinterlasst uns einen Kommentar, in dem ihr schreibt, was für euch der beste James Bond Film ist und warum. Wir machen weiter mit Rollenspiel. Myron oder das Güldenland ist ja ohnehin schon der sehr viel exotischere Ableger von Das schwarze Auge und das spiegelt sich auch im Monsterband wieder, der voll ist mit ziemlich bizarren Kreaturen. Um denen gerecht zu werden, ist dieser Band auch vollfarbig, was dafür sorgt, dass man die Illustrationen denn auch in voller Qualität genießen kann. Der Band besteht nicht nur aus Monstern, sondern auch ein bisschen aus der Beschreibung, in welchen Regionen sie vorkommen können und wie diese Regionen aussehen. Aber der Großteil ist tatsächlich eine Auflistung, was lebt in Myranor, was davon ist besonders gefährlich, ein paar Dinge kann man auch nutzen und vor allen Dingen, welche Werte hat es. Dabei ist ein Großteil dieser Kreaturen vor allen Dingen gefährlich und auch extrem exotisch. Hier haben Viecher zu viele Arme und Beine oder seltsame Auswüchse am Schwanz oder sie haben gleich mal gar keinen Kopf. Davon gibt es auch ein paar. Natürlich kann man das alles großartig erklären. Schließlich wurden eine Menge Chimären erstellt und andere Leute haben fiesartige Magie ausgeübt, um ihre eigenen Kriegskreaturen zu erstellen. Aber ein bisschen erschlagen ist man dann doch von bunten Schafen, Krokodilschweinen und irgendwelchen Tieren, denen seltsame Dinge gewachsen sind, um besser töten zu können. Immerhin, ein paar von den üblichen Verdächtigen, die immer wieder in Büchern auftauchen, auch als Nutztiere sind drin. Zum Beispiel gibt es da den Lamuk, das Tigerfrett, was wirklich ausgesprochen putzig ist und eine hervorragende Illustration bekommen hat.
Es ist auf den ersten Blick nicht so hundertprozentig klar, an welchen Typ Spieler oder Spielleiter sich das Buch richten soll, denn für einen reinen Monsterüberblick für einen Dungeon ist es ein bisschen zu arg bunt gemischt, aber ansonsten bietet es auch keinen wirklich durchschnittlichen Überblick über die Viecher in Myranor. So ist es in erster Linie ein Kuriositätenkabinett, bei dem man sich einmal durch den ganzen Kontinent blättern kann. Das ähnelt aber ein bisschen dem Konzept von dem Band, der Vorgänger von Miranische Monster war, dem Codex Monstrorum, in dem tatsächlich auch eine Geschichte erzählt wurde, in der die Hauptfigur mit allen diesen Viechher eine Begegnung hatte. Gerade dadurch, dass er bunt ist, ist er im wahrsten Sinne des Wortes also ein bunter Führer durch die Tierwelt Myranors. Was das Buch auch leistet, ist, dass wenn man noch eine Begegnung für seine Helden sucht, man es aufschlagen kann und egal welche Seite man erwischt hat, es ist irgendetwas Unterhaltsames, ob jetzt im Sinne von bizarr oder putzig. Was auch sehr praktisch ist, sind die Übersichtskarten, an denen man sofort immer sehen kann, wo das Viech auch überhaupt lebt und die dafür auch noch sorgen, dass man einen bisschen besseren geografischen Sinn für den riesigen Kontinent Myranor bekommt. Außerdem ist es ziemlich gut geschrieben. Ich will mich jetzt einfach nicht selber loben, ich habe nämlich zwei kleine Teile dazu beigesteuert, deswegen höre ich jetzt auch erstmal auf und sage nur, wir können es nicht bewerten, weil damit würde ich mir selber eine Wertung geben, aber es ist zum Beispiel ein super Weihnachtsgeschenk für Myranor-Spieler. Passend dazu wird es bei uns auch demnächst eine Weihnachtssendung geben, wo wir eine Menge andere Nerd-Weihnachtsgeschenke vorstellen und da werden wir auch eine Edelversion dieses Buches mit Kunstledereinschlag verlosen. Weiter geht es zwar nicht direkt mit Das schwarze Auge, aber mit etwas, das aussieht wie Das schwarze Auge. Wie angekündigt, Guido Henkel, der die Nordland-Trilogie gemacht hat, will ein neues Rollenspiel machen, auch ein bisschen oldschoolig mit einem rundenbasierten Kampfsystem und es soll sich anfühlen und aussehen wie DSA, ohne dass es die Lizenz hat und ohne dass es sich zu sehr in den Hintergrund halten muss. Wir haben das Projekt und die Kickstarter-Kampagne, die es dazu gibt, schon vorgestellt in Shut Up and Take My Money, unserer Show zu Crowdfunding und Indie-Projekten. Hier werden wir jetzt mal näher darauf eingehen, was das Ganze mit DSA zu tun hat und in welche Richtung es dahingehend gehen soll. Und dazu haben wir den Guido Henkel auch für ein Interview herbeizitiert. Hallo Guido, wie nah soll das Projekt denn jetzt tatsächlich an DSA sein? Das Coverbild, das du veröffentlicht hast mit einem Drachenschiff, könnte ja auch direkt ein DSA-Cover sein. Ja, das Drachenschiff, ja, na klar. Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, eine Anlehnung an dann das schwarze Auge, um eine gewisse Resonanz zu erzeugen in den Spielern. Aber dann hat sich's wirklich schon. Es hat mit DSA ansonsten nichts gemeinsam. Was ich hier in Torvalla habe, ist ein komplett neues Regelsystem. Es ist ein komplett neues Universum, eine ganz andere Welt. Neue Figuren, neues Bestiarium und so. Insofern, die Anleihen sind eigentlich kaum vorhanden. Bedeutet es denn, ohne die richtige DSA-Lizenz zu arbeiten, auch dann frei arbeiten zu können, ohne den ganzen wirklich starren Hintergrund? Lizenzprodukte haben immer irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme. Es hängt mit der Materie zusammen. Im Fall von DSA war es einfach so, dass oftmals fast schon zu viel da war als zu wenig. Wir hatten weniger das Problem, dass wir sagen mussten, okay, wir können dies nicht machen oder wir können das nicht machen. Für uns war das Problem oftmals einfach, dass die Erwartung da war, so viel DSA wie möglich in das Computerspiel einzubauen. Die Helden hatten immer wahnsinnig viele Talente und alles und Attribute und die Spieler erwarten natürlich, dass das alles eingebaut wird, irgendwie einfließt in die Spiele und so. Und das hat uns damals oftmals Probleme geschaffen. Jetzt mit Torvalla wird es ganz anders, weil es ein komplett eigenes Regelwerk ist, wo ich das Problem nicht habe. Und dadurch, dass auch die Welt komplett neu ist und anders, habe ich da schon viel, viel freiere Hand und kann die Sachen massieren, damit das alles passt und alles schön zusammengefügt werden kann. Und ich freue mich schon drauf, es wird mit Sicherheit spaßig. Zumal ja Planescape Torment auch ein Lizenzprodukt war und da gewisse Limitierungen da waren. Warum willst du dich überhaupt an DSA anlehnen? Was Videospiele angeht, hatte ja eigentlich niemand so wirklich Glück damit. Ja, irgendwo stimmt schon, nicht? Obwohl, man muss natürlich sagen, Attic ging es mit dem schwarzen Auge eigentlich recht gut. Ne? Wir sind damals von einem ganz kleinen Entwickler eigentlich zu einem internationalen Publisher geworden, durch die DSA-Spiele, durch die Nordland-Trilogie. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, das war für uns wirklich was Schlechtes oder so. Und der Fall, dass die Firma einfach auseinanderbrach und ans Ende ging, hatte eigentlich weniger mit DSA zu tun, sondern vielmehr mit anderen Entwicklungen, wie eben der Tatsache, dass ich die Firma verlassen habe und in die USA ausgewandert bin und andere Faktoren haben da einfach reingespielt. Was jetzt die Lizenzsache angeht, DSA,
Wie gesagt, Torvalla hat mit DSA nichts zu tun. Insofern ist da für mich kein Reiz da. Ich hätte eigentlich auch kein Interesse, jetzt ein anderes DSA-Produkt zu machen und, oder wieder da reinzugehen in die Tretmühle. Nee, ich habe viel mehr Spaß, was Eigenes zu machen. Wenn du sie nah am Original bleiben wirst, hast du da nicht ein bisschen Angst, dass es vielleicht Lizenzärger geben könnte? Lizenzärger? Nee, erwarte ich eigentlich nicht. Ich meine, es hat ja eigentlich nichts, wo die Lizenz irgendwie berührt wird. Drachenschiffe sind, wie sagt man denn, Public Domain und sind in der Geschichte niedergeschrieben. Und der Name Torvalla ist eigentlich nur eine Zusammenfügung von zwei Worten, Tor und ein Wortspiel von Valhalla, ne, die ich dann einfach zusammengeschmissen habe. Und es klang gut und habe ich gesagt, ja, das funktioniert schon. Ne? Aber ansonsten sehe ich keine Probleme, weil ich DSA nicht berühren wird, weder im Regelwerk noch im Inhalt. Vielen Dank an Guido Henkel und wir springen jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich zu Comics und in die Antike. Reconquista bezeichnet zwar eigentlich eine Phase, in der die Spanier versucht haben, die Mauren aus ihrem Land rauszutreiben und es auch geschafft haben, aber hier geht es um was vollkommen anderes. Hier geht es nämlich um Skythen, um Hethiter und um eine Frau, die aus Babylon herbeigekommen ist, um sich anzuschauen, wie die zwei sich die Schädel einschlagen. Diese Frau, eine Schreiberin, ist auch die Hauptfigur des Comics, Tusia, die hingeschickt wird, eben um diesen Krieg aufzuzeichnen, während sich da bizarre Dinge entfalten. Das Ganze hat einerseits viele Zitate, da sind Namen von tatsächlich existierenden Herrschern drin und manche Bilder und Designs sind auch tatsächlich von echten Schmuckstücken oder anderen archäologischen Funden übernommen, aber wieder andere Teile sind frei erfunden und machen überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel möchte ich gern wissen, was zur Hölle diese Rüstung dieser Frau bringen soll. Das Bild ist eigentlich ein bisschen programmatisch. Der Comic verwendet zwar Anleihen aus der Antike, aber es ist eher eine Conan-Antike. Das heißt, es werden Freiheiten genommen und es gibt auch übersinnliche Kräfte, eine Menge Blut und eine Menge nackte Brüste. Also ganz klar mal wieder ein Comic, der nichts für Kinder ist. Kein Wunder, er ist mal wieder von Franzosen. Übrigens, ich glaube, auch diese prähistorischen Säugetiere gibt es spätestens seit der Eiszeit nicht mehr und damit dürften sie auch nicht gleichzeitig mit den Skythen gelebt haben. Trotzdem, diese ganze archaische Fantasy-Antike mit Amazonen, die Männer vergewaltigen, Leute, die aufgeschlitzt werden, um aus ihrem Blut die Zukunft zu lesen, dergleichen, hat schon ihren eigenen Reiz. Vor allen Dingen, weil sie auch passend zeichnerisch in Szene gesetzt wird. Die Zeichnungen sind wirklich hervorragend. Man erkennt die Gesichter der Person sofort wieder. Und das Ganze hat so einen detailverliebten, altmodischen Charme, dass ich mich zu wirklich hochqualitativen Comics von früheren Jahrzehnten zurückversetzt fühle. Die Story ist allerdings ein bisschen wirr erzählt. Ja, es geht hier darum, dass zwei Parteien irgendwie in einen Krieg getrieben werden von offensichtlich im Hintergrund agierenden boshaften Kräften, die möglicherweise mit Ägypten zu tun haben, aber das Ganze ist so stückhaft und etwas vage erzählt, dass man teilweise nicht weiß, wer gerade wen abschlachtet und warum überhaupt. Das kann sich in weiteren Bänden irgendwie noch auflösen zu einem großen Masterplan, aber erstmal ist es irgendwie verwirrend. Obwohl die Story also ein bisschen schwächelt und eher verwirrend ist, möchte ich trotzdem wegen des wirklich guten Artworks und wegen der coolen Welt 7 von 10 möglichen Punkten vergeben, aber wie gesagt, nichts für Jugendliche. Damit hätten wir die Themen der heutigen Show durch. In Zukunft erwarten euch einige Specials, wie das schon angekündigte Weihnachtsspecial, aber es wird auch eines geben zum Thema Pen and Paper an sich, denn ein paar Mal sind schon Kommentare aufgetaucht, dass manche Leute sich denken, ja, das Buch sieht interessant aus, aber was zur Hölle ist dieses Spiel eigentlich? Daher wollen wir euch anhand von ein paar Klassikern, wie zum Beispiel DSA, Cthulhu und D&D, vorstellen, was eigentlich Pen and Paper Rollenspiel ist. Ich hoffe, ihr schaltet auch dazu wieder ein. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.